Heute bei uns in Jeder gegen Jeden. Hans-Dieter Heute, Angestellter aus Herdecke. Alexandra Hensler, Juristin aus Berlin. Sabine Witkowski, Diplom-Verwaltungswirtin aus Dortmund. Frank Wellems, Student aus Frankfurt. Ulrich Güsken, Heilpraktiker aus Eschweiler. Arnim Rumpf, Diplomkaufmann aus Hamburg. Hans Fritsche, Student aus Münster. Thomas Feichtinger, Zivildienstleistender aus Leipzig. Ismail Gilmers, Diplomgeologe aus Berlin. Und Ingeborg Kneisel, Rentnerin aus Marburg. Jeder gegen jeden. Die spannende Quizshow mit Hans-Hermann Göckel. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jeder gegen jeden. Fangen wir an. Die erste Frage geht an Hans-Dieter. Wie heißt die Oberhaut des Menschen? Haut. Epidermis. Ach. Alexandra. Welcher Fisch liefert den Rogen für Kaviar? Stör. Ja, Sabine, Sie machen Karate. Ja. Welchen Gürtel haben Sie? Gelb erst. Also, Sie sind angefangen. Vor anderthalb Jahren, ja. Die nächste Stufe ist dann? Orange. Erst weiß, gelb, dann orange. Ich drücke die Daumen. Sabine, wie nennt man eine undichte Stelle an einem Schiff? Leck. Ja, Frank. Worauf muss man sprichwörtlich nicht jedes Wort legen? Auf die Goldwaage. Ja, Ulrich. Er macht Musik. Welche Art Musik ist das? Irish Folk. In einer Band? Ja. Yeah. Wie heißt sie? Ballingarry Five. Gut. Macht Spaß, nehme ich an. Ja. Ihre Frage, Ulrich. Welche Kohlart wird zur Herstellung von Sauerkraut verwendet? Weißkohl. Das stimmt. Arnim, was ist der Oberbegriff für Obst wie Kirschen, Pflaumen, Pfirsiche und Aprikosen? Feuchte. Steinobst. Hans, an welchem Körperteil befindet sich die Fessel? An der Ferse. Richtig, am Fuß, ne? Thomas, in welcher europäischen Hauptstadt befindet sich der Piccadilly Circus? In London. Genau. Ismail, wie hoch liegt derzeit die Promillegrenze in Deutschland? 0,8. Genau, 0,8. Und Ingeborg, unsere große alte Dame der heutigen Sendung, herzlich willkommen. Wie nennt man die übersteigerte Furcht in verschlossenen Räumen? Panik. Klaustrophobie. Das waren schon die ersten 10 Fragen und es geht natürlich sofort weiter. Hier sind die nächsten 10 und die stelle ich auch wieder als erstem Hans-Dieter. Ist die Lerche ein Laub- oder Nadelbaum? Ein Nadelbaum. Richtig, Alexandra. In welcher Sportart zählt die Kieler Woche zu den traditionellen Großereignissen des Jahres? Beim Segeln. Auch das stimmt. Sabine, was ist der Grundbestandteil des Gerichts Raclette? Käse. Genau. Frank, welche Rockgruppe hatte 1965 mit I Can Get No Satisfaction einen Millionenhit? Rolling Stones. Wer sonst? Genau. Ulrich, wie wird im Frachtverkehr ein Ladungsgut in Einzelverpackung bezeichnet? Paket. Paket, Päckchen und so weiter. Die Antwort wäre gewesen Stückgut. Arnim, welches große Münchner Museum zeigt die historische Entwicklung der Technik an Originalmaschinen und Apparaten? Das Deutsche Museum. Richtig, Hans. Wie nennt man im Fußball das Treten des Balls mit dem Absatz zur Täuschung der Gegenspieler? Hackentrick. Genau. Spielen Sie Fußball? Nö, überhaupt nicht. Aber hervorragend beantwortet. Thomas, welche Art der Liebe prägte der griechische Philosoph Platon? Die platonische Liebe. Das stimmt. Ismail, wie bezeichnet man die nachträgliche Vertonung eines in einer fremden Sprache aufgenommenen Films? Synchronisation. Auch das stimmt. Und Ingeborg, wo findet alljährlich im Frühjahr die CeBIT-Messe statt? Oh, bin ich überfragt. Weiß ich nicht. In Hannover, die größte Computermesse der Welt. Das war die erste Runde und tolles Ergebnis. 6 Kandidaten haben bislang alles gewusst, haben sich keine Blöße erlaubt. Jetzt aber kommt nach der Runde 1, wie sollte es auch anders sein, die Runde 2. Und hier scheiden 7 Kandidaten aus, nur 3 erreichen das Finale. Hans-Dieter, ich stelle Ihnen die Frage. Ist die Antwort richtig? Bestimmen Sie, wie es weitergeht. Wie nennt man die im Wasser lebenden Schwanzlurche? Frosch. Molche. Alexandra,
Wo fand 1911 zwischen Amundsen und Scott ein Wettrennen statt? Am Südpol. Richtig. Alexandra, Sie wählen jetzt bitte. Ich wähle Nummer 10. Ingeborg, was ist eine Jacketkrone? Das ist eine Zahnkrone. Ja, richtig, ein Zahnersatz. Zahnersatz, ja. Ingeborg, wie geht's weiter? Ja, ich wähle Nummer 4. Frank, zu welcher Ordnung der Vögel gehört der Waldkauz? Ordnung der Vögel. Singvogel. Zu den Eulen. Ingeborg, Sie bestimmen bitte. Ich wähle Nummer 3. Sabine, wie heißt die Konferenz, bei der sich Vertreter von Presse, Nachrichtenagenturen und Rundfunkanstalten mit dem Regierungssprecher in Bonn treffen? Pressekonferenz? Die Bundespressekonferenz wäre die richtige Antwort gewesen. Ingeborg, Sie wählen? Dann wähle ich die 5. Ulrich, in welcher Sportart war der schöne René mit Nachnamen Weller erfolgreich? Boxen. So ist es. Wie geht's weiter, Ulrich? Die 8. Thomas hat so schön nach unten geguckt, damit man ihn nicht anspricht. Ich hab's genau gesehen in den Augenwinkeln und prompt hat es ihn erwischt. Hilft nichts, Thomas. Runtergucken hilft nichts. Wie nennt man den Geisterbeschwörer und Austreiber in der katholischen Kirche? Exorzist. Sehen Sie, klappt doch. Wie geht's weiter? Ich nehme die Nummer 1, bitte. Hans-Dieter. In welcher ehemaligen Römerstadt steht die Porta Nigra? Xanten. In Trier. Und Hans-Dieter ist schon raus. Thomas, Sie bestimmen. Die 3, bitte. Sabine, wer war der Quizmaster von Einer wird gewinnen? Hans-Joachim Kuhlenkampf. Richtig. Die 9. Ismail, was für ein Getränk ist der Amaretto? Ein Mandellikör. Sabine? Die 6. Hanim, wie heißt das Kieselgestein, das in der Steinzeit zur Herstellung von Waffen und Geräten verwendet wurde? Basalt. Feuerstein. Sabine? Die 10. Ingeborg, in welcher Heide ist der Wilseder Berg die höchste Erhebung? In der Lüneburger Heide. Das stimmt. Stolze 169 Meter hoch, dieser riesige Berg. Die 5, bitte. Ulrich, was versteht der Franzose unter einem Chapeau? Eine Mütze. Einen Hut. Ingeborg? Die 3. Sabine, wie heißt das böse Ich des Arztes Dr. Jekyll? Hyde. Richtig. Die 2. Auf welcher Insel, Alexandra, entstand das Deutschlandlied? Auf Helgoland. Hoffmann von Fallersleben dichtete es dort 1841. Sabine, es geht weiter. Die 8. Thomas, unter welchem Namen wurde der Amerikaner William F. Cody bekannt? Keine Ahnung. Als Buffalo Bill. Ich habe heute die große Auswahl hier. 7. Noch haben Sie die große Auswahl, Sabine. Doch. Hans, wie hieß der beste deutsche Mephisto-Darsteller aller Zeiten? Meinau. Gustav Gründgens. Die 6. Arnim, Sie landen auf dem Flughafen Kloten. In welcher Stadt befinden Sie sich? Keine Ahnung. In Zürich. Und auch Arnim ist raus. Sabine, jetzt wird die Auswahl schon etwas kleiner, ne? Ja, die 5. Ulrich, was bedeutet das Bestimmungswort Tele in Begriffen wie Telefon, Telegramm oder Telepathie? Übertragung. Nein, weit oder fern. Und auch Ulrich hat es erwischt. Dann nehme ich jetzt die 4. Frank, welchen Takt hat der Walzer? Dreivierteltakt. Das stimmt. Tanzen Sie gerne? Gelegentlich, aber nicht unbedingt Walzer. Machen wir weiter mit der 2. Alexandra, wie lautet die lateinische Bezeichnung für keimfrei?
Ampel nicht. Steril. So schnell sind 3 Sekunden Bedenkzeit um. Dann machen wir die 8 jetzt mal. Thomas, welches ist das größte deutsche Industrieunternehmen? Die Mercedes-Benz AG. Ja, 103,5 Milliarden Mark Jahresumsatz. Thomas, Sie wählen bitte. Okay, ich nehme die Nummer 4. Frank, wie viele Reihen hat ein Schachspiel? 8. So ist es. Dann nehmen wir mal die 7. Hans, zu welchem Zweck wird die chemische Verbindung TNT hauptsächlich genutzt? Zum Sprengen. Genau. Ich nehme die 9. Ismail, lange nicht dran gewesen. In welcher Stadt befindet sich der Sitz des Fiat-Konzerns? Turin. Natürlich, in Turin. Dann nehmen wir die 2. Alexandra, welcher Evangelist ist der Schutzpatron von Venedig? Johannes. Sankt Markus. Nach ihm wurde auch der legendäre Markusplatz benannt. Ismail, Sie bestimmen? Ja, dann nehmen wir mal die 10. Ingeborg, in welchen Ozean mündet der Orinoco? In den Atlantik. Kam leider zu spät, Ingeborg. Und damit sind auch Sie ausgeschieden. Ismail, macht wir die weiter. 7. Hans, auf welcher Insel lebt Jim Knopf? Auf Lummerland. Auch das kam zu spät, Hans. Ich sage ja, 3 Sekunden, die sind verflucht schnell um. Auf Lummerland wäre aber richtig gewesen, der Held der Augsburger Puppenkiste. Ismail, Sie bestimmen? Die 8. Thomas, welches Kettengebirge zieht sich über 15.000 Kilometer Länge von Alaska bis Feuerland? Das sind die Anden. Das sind die Kordilleren. Ismail, macht Spaß? Ja, sicher. Nehmen wir mal die 3. Savide. Wie nannte man in der Römerzeit in Wände eingekratzte Inschriften? Graffito. Heute wird bekanntlich nicht mehr gekratzt, sondern zur Spraydose gegriffen. Schon wieder? Ja. Ja, die 7. Hans, wer sitzt auf dem Cathedra Petri? Der Papst. Richtig, der päpstliche Stuhl. Ich nehme die 9. Welche Bezeichnung trägt eine kleine Arie? Opa. Ariette. Und jetzt hat es auch Ismail erwischt. Aber ein Licht hat er ja, oder? Ich nehme die 8. Thomas, wie nennt man ein Bauernopfer beim Schach? Bauernopfer. Gambit. Und das Opfer sind Sie, Thomas. 4 sind noch im Rennen. Sabine, Frank, Hans und Ismail. Und Hans bestimmt? Die Sabine. Sabine. Ungarns Hauptstadt wird von der Donau geteilt. Wie heißt der rechts des Flusses gelegene Teil? Pest. Genau das Gegenteil. Buda. Und da sind sie, 3 Musketiere im Endkampf. Trotzdem ist auch weiterhin Köpfchen gefragt. Und das haben sie. Frank Wellems aus Frankfurt. Frank schwimmt in seiner Freizeit, konnte eine Frage nicht beantworten und geht mit 2 Punkten ins Finale. Hans Fritsche aus Münster. Unser Motorradfan lag 2-mal daneben und beginnt die 3. Runde mit 1 Punkt. Und Ismail Yilmaz aus Berlin. Sein Hobby, Billard spielen. Auch er hat 2 Antworten verpatzt und startet die Endrunde ebenfalls mit 1 Punkt. Und Sie wissen ja, uns gehen niemals die Fragen aus. Hans Hermann, das Beste kommt wie immer zum Schluss. So ist es und es geht um diese 30 Fragen. 10 Punkte gibt es für jede richtige Antwort. Wer sie weiß, der drückt auch wie immer den Buzzer. Frank, bitte einmal draufhauen. Hans, bitte. Und Ismail, bitte auch. Wunderbar. Und Sie wissen auch, wer zuerst 3 richtige Antworten gegeben hat, der bestimmt, wie es weitergeht. Sind Sie bereit? Ja. Dann beginnt das Finale. Jeder gegen jeden. Hier ist die erste Frage. Wie nennt der Mediziner die weißen Blutkörperchen? Leukozyten. Was ist eine Assekuranz? Hans. Versicherung. Stimmt. Welche rote Filzkappe der Araber und Albaner wurde nach einer nordmarokkanischen Stadt benannt? Ismail. Richtig. Fritz Lang drehte 1931 den Film M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Wer spielte die Hauptrolle? Frank Smulja. Peter Lorre.
Was versteht man unter Konsensus? Übereinstimmung. In welchem Jahrhundert lebte der amerikanische Schriftsteller Edgar Allan Poe? Frank. Im 19. Das stimmt. Was ist der medizinische Fachausdruck, der für einen seelischen Schock verwendet wird? Das ist das Trauma. Die Priesterin welches griechischen Orakels wurde Pythia genannt? Ismail? Delphi. Das stimmt. Was ist das Gegenteil von konkret? Abstrakt. Die drei nehmen sich immer eine Auszeit, also zwischendurch. Eine Antwort wird gegeben und dann ist es eine Auszeit. Ne? Auch eine Taktik, warum nicht? Von welchem Philosophen stammt das Werk Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben? Nietzsche. In den 60er Jahren ging es zur Sache, Schätzchen. In den letzten Jahren ging sie als Anna Maria in einer Sat.1-Serie ihren Weg. Wer bitte ist gemeint, Ismail? Uschi Glas. Das stimmt. Und Ismail, Sie haben als Erster drei richtige Antworten gegeben. Sie bestimmen jetzt, wie es weitergeht. Hans. Wer schrieb, Hans, das Schauspiel Die chinesische Mauer? Bert Brecht. Max Frisch. Ismail? Weiter mit Frank. Aus welcher Sprache stammt das Wort Buddha? Aus dem Indischen. Richtig. Und jetzt bestimmen Sie. Machen wir den Ismail mal. Welches ist das deutsche Wort für Hexagon? Fünfeck. Sechseck. Frank? Ja, den Hans nehmen wir mal. Wie nennt man beim Billard das Berühren der beiden anderen Bälle mit dem eigenen Spielball? Touchieren. Karambolage. Frank, wie geht's weiter? Sie können sich auch selbst benennen. Ja, aber ich versuch's mal selbst. Ja? Nicht, dass Sie sagen, ich hätte Sie überredet. Nee. Welche thailändische Stadt ist von vielen Kanälen durchzogen und gilt als Venedig des Ostens? Bangkok. Richtig. Den Ismail bitte. Wie nennt man die mit Rädern ausgestattete Vorrichtung am Flugzeug, die vor der Landung ausgefahren wird? Das Fahrwerk. Frank, wie geht's weiter? Den Hans, bitte. Welcher amerikanische Präsident nahm 1945 an der Yalta-Konferenz teil? Roosevelt. Das stimmt. Hans, Sie bestimmen jetzt. Ich nehme den Ismail. Was ist die griechische Bezeichnung für das Erdmittelalter? Mesozoikum. Richtig, Ismail. Ich nehme den Frank. Wie viel Liter Blut werden beim gesunden Menschen pro Minute von den Nieren gereinigt? Ein Liter. Geraten? Klar. Aber hervorragend geraten, Frank. Den Hans, bitte. Wer schrieb den Roman Die Pest? Camus. Richtig. Den Ismail. In welcher Sportart war Scott Hamilton von 1981 bis 1984 Weltmeister? Eiskunstlaufen. Das stimmt. Den Frank. Wie heißt in der griechischen Mythologie der Göttersitz? Olymp. Ja. Den Ismail, bitte. Von welcher karibischen Insel stammt die Rumba? Jamaika. Aus Kuba. Und Ismail ist raus. Frank, wie geht's weiter? Den Hans, bitte. Wie nennt man mit einem Wort aus dem Lateinischen Erneuerung? Reformation. Innovation. Und wir haben den Tagessieger. Frank, herzlichen Glückwunsch. 52 Punkte, 2 kommen dazu, das sind 54. Und Karin sagt uns, wo sie stehen. Tja, der Frank liegt mit 54 Punkten auf Platz 16. Mal sehen, was die letzten Fragen noch bringen. Ein paar Fragen haben wir noch. Frank, sind Sie bereit? Ich bin bereit, ja. Dann geht es los. Welcher Vokal wird im Morse-Alphabet durch einen Punkt dargestellt? A. Das E. Wer schrieb den Roman Per Anhalter durch die Galaxis? Douglas Adams. No. Was bedeutet das Wort Seminar bei wörtlicher Übersetzung aus dem Lateinischen? Sitzung. Pflanzenschule oder Baumschule? Ja,
Man lernt immer dazu, auch in dieser Sendung. Und gerade in dieser Sendung, Frank. Welcher berühmte Erfinder verbirgt sich hinter dem Namen Gänsfleisch? Gänsfleisch, auch schon mal gehört. Johannes Gutenberg. Und die letzte Frage. Was, Frank, bitte ist Sonnentau? Eine Pflanze. Richtig, eine fleischfressende Pflanze. Immerhin, es sind 64 Punkte. Viel ist nicht mehr dazugekommen. Und Karin sagt noch einmal, wie es jetzt aussieht. Tja, der Frank steht jetzt mit 64 Punkten an 15. Stelle. Aber Frank, das Monatsfinale ganz klar verpasst. Kann ich Sie können haben. Sich aber trösten und Sie werden sich trösten mit dem Tagesgewinn heute. 5.000 Mark. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Es hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich natürlich auch bei Hans und selbstverständlich auch bei Ismail. Ich denke auch den Verlierern hat Spaß gemacht. Ja, kann man sagen. Prima. Mehr wollte ich nicht hören. Frank freut sich. Mit Recht freut er sich. Machen Sie es gut. Schönen Abend noch. Auf Wiedersehen.